Ah, hier stehen die zwei, okay. So. Nice. Schön. Ja. Wie wollen wir Sprich es dich aus. machen? Willst du ein Taxi? Willst du ein Fahrrad? Willst du mein Taxi sein? Ja, los, komm, ich bring nach Okay. Hause. Warte, ich sag noch einmal gerade Bescheid. Also von daher, das wird schon gut sein. Ich denke, das ist ein sehr guter. Also es wird sehr gut laufen. Gerade mit dieser Doppelposition wird es gut laufen. Ihr wisst ja, die deutschen Medien haben überwiegend die katholische Kirche aufgebaut und die evangelische. Größtenteils die katholische. Deswegen halt. Ich dachte, Priester haben die Hände immer vorne. Tja. Oder machst du gerade den Journalisten? Warte ganz kurz. Irgendwie. Okay, sehr gut. Hast du nicht richtig gesessen? Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie hing meine Jacke nicht richtig. Also Ah. lag mein Jackett nicht richtig. Ja, ich muss mich jetzt aber auch ein bisschen umkleiden, ne? Ich brauche jetzt ein schwarzes. Ich Was? sehe dich mit Zylinder da stehen. Ach du Scheiße, was hast Zylinder und Mantel. Hallo. du? Und Und den Juden. Monokel. Und den, genau, und den Judenlöckchen am besten noch. Oh ja. No, nee, nee, nee. Achso, hier ist übrigens der Gebrauchtwagenhändler, ne? Oh, okay, gut zu wissen. Der ist aber nicht da, ne? Ne, aber wir können mal gerade was besser mal gerade schauen. Okay. Also die vorderen Karren hier, meine ich, sind alle knapp über 10.000. Naja gut, den hier kann ein wenig bezahlen. Den will ich haben. Ja, der steht auch zum Verkauf, aber den da habe ich gar erst nach dem Preis gefragt. Was mit dem hier? Ich glaube, der kostet so irgendwie so 3,5 oder so. Oh, das geht ja. Der sieht, finde ich, aus wie ein Opel Corsa C. Ja, ne? Ah. Wahrscheinlich heißt der hier nur in den USA wieder nicht Opel Corsa C. Ja. Oh, Wahrscheinlich warte. sowas wie Fox. Ja, so ein Foxtrott, ja. Oh, das ist das perfekte Pfarrerauto hier. Ja, eigentlich müssten wir es dann länger machen noch, ne? Wie damals. Also den hier. Oh ja, 30 Meter länger. Ja. Gefühlt. Also ich sehe dich ja in dem lilanen Schlitten da hinten. Ganz hinten. Ja. I'm the Da PRMP. müsstest du, aber noch ein bisschen mehr ins Sonnenstudio gehen, damit du noch dunkel wirst. Oh ja. I'm Yes, of your course. lover. Sehr schön. Nee, aber das ist. Ja, die Auswahl ist. Begrenzt. Ja. Also alles, was bei America Showcar drin ist, meine ich, war das, die sind auch alle, die kann er auch noch gebraucht besorgen. Das hier ist halt quasi erstmal nur so ein Fahrzeugpool zum Anschauen, ne? Also alle, die bei America Showcars drin sind, die sind alle gebraucht. Gibt's Autos auch, die wirklich noch weniger kosten als Ne. 3,5? Ja, also ich glaube die Minis. Also ja, genau, diese Fiat 500 Verschnitt. Da war letztens, hatte hier mit dem, als ich eingereist bin, der hatte sich hier eingekauft von denen. Und der hatte dafür 1,6 bezahlt. Oh, Ich sag das mal, zum geht ja. Fahren reicht's auch. Ja, wenn man nichts mehr braucht. Aber man kann ja auch sparen. Ich meine, auf so ein Ding oder so. Das wäre ja schon in Ja, Ordnung. also auf den hier, ne? Nicht auf den da hinten. Nee, auf den da hinten. Nee, Ah, ist doch, ich dachte, du meinst den hier nee. vorne. Dann sind wir aber alt. Ja, das glaube ich auch. Ja, aber Ne, ich schön. weiß nicht, ich hatte halt. Also wenn, dann hatte ich halt, ich glaube, welcher war denn das? Ja. Ganz kurz, mir fällt gerade noch was ein. Ich müsste ganz kurz nochmal den Herrn anrufen vom Okay. Also, Commerce.
Weil den hier fände ich zum Beispiel auch ganz schick. Ich finde, der sieht so aus wie so ein alter 3er-BMW, weißt du, wie diese E30-Modelle. Ja. Der ist hübsch. Und sieht auch gut aus. Halt Hübsch. auch wieder nur ein Zweitürer. Ja, gut, das sollten wir halt auch erstmal bedenken fürs erste Auto, ne? Ganz kurz, ich rufe ihn mal kurz an. Ja, alles komm, wir fahren schon mal wieder zurück. Okay. Department of Commerce, Solomon Holmes, hallo. Hallo, Salomon ist nochmal hier. Ich habe nochmal eine kurze Frage. Ja. Es geht um Folgendes. Moment. So. Genau. Es geht um die Frage Trauungen. Wie ist das geregelt Ja. in dem Staat? Weil das wäre ja nochmal interessant für mich. Sekunde. Sofort sagen. Ich rufe mir selber mal das Gesetz auf. Ja, das Das habe ich jetzt ist auch nicht im Kopf. ja, immer diese Spezialfälle. Ja, gut. Ich meine, das muss durch tatsächlich durch einen Staatsanwalt, beglaubigt werden, zumindest die, sag mal schnell hier, Mensch. Also die normale Trauung halt, ne? Also eine ganz normale rechtliche Eheschließung und Namensrecht da. Personen, die volljährig sind, können dann Ehe schließen. Jugendliche über 16 Jahren können die Zustimmung des Familiengerichts und auf Antrag des gesetzlichen Vertreters ebenfalls die Ehe mit einer volljährigen Person eingehen. Eheschließung können durch das die vom Attorney General ermächtigten Personen des Department of Justice und anerkannten Kirchenvertretern durchgeführt werden. Richter können ebenfalls Eheschließungen vornehmen. Also sie dürfen auch Eheschließungen vornehmen. Ich würde sagen, da wenden Sie sich im besten Fall direkt ans DOJ. Okay, das mache ich dann nochmal. Sehr gut. Damit das einfach Genau. wasserdicht ist. Genau. Super, sehr gut. Und wie gesagt, wenn Sie mit dem MD gesprochen haben, also mit der Person, die Sie ja genannt haben, vielleicht Ja, können mit Sie. Miss Shawcross. Ich habe mich vertan. Die Dame hieß, bevor sie geheiratet hat, Shawcross. Okay. O'Reilly. Miss Shawcross habe ich gesprochen. Die weiß Bescheid und die war auch ganz angetan. Das hat sich schon ganz gut angehört. Ah, sehr gut. Soll ich da vielleicht gerade mal vorbeigehen und einfach mal Hallo sagen zu den Ja, Leuten? machen Sie das ruhig. Einfach mal anrufen oder mal vorbeigehen. Ja, das ist doch persönliches immer sehr schön. Gut, danke. Danke, Genau. dass Sie sich drum gekümmert haben. Das ist sehr nett von Ihnen. Ja, sehr gerne. Sehr gut, dann werde ich das auf jeden Fall so handhaben. Super, dann setze ich Alles mich dann klar. beim DOJ zusammen und guck mal kurz beim MD vorbei. Alles klar. Super, danke schön. Danke, tschüss. Tschüss. Also ab zum MD gerade noch, oder wie? See. Ja, das ist ja quasi wieder auf dem Rückweg. Tut mir leid. Kein Ding. Ich will einfach nur mal kurz Hallo sagen, falls jemand da ist. Und wie gesagt, also Krankenhausseelsorger ist gebongt anscheinend. Okay. Ich müsste nur noch mal wegen Eheschließungen beim DOJ anrufen, weil es ist so, ich darf Leute verheiraten, ich bin ja staatlich anerkannt. Aber es wäre noch mal einfach freundlicherweise, dass die das wissen und dann sagen, Wer ist ja. der DOJ? Department of Justice. Ah, okay. Ja. Genau, dass die einfach nur Bescheid wissen, die Juristen, da war jemand. Okay. Ich will halt diesen Beruf wirklich hier zementieren, deswegen. Ich will den hier so. Ich will den ordentlich machen. 85 läuft der Hobel. Ui, Hui. ui, 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 ui. Ja, Da kam da mal der Magen ein bisschen hoch, ne? Nicht nur das, sondern da kam mir noch was anderes hoch. Die Pipi auch? Ich Sehr setze schön. dich hier jetzt aber ab, okay? Ja, Weil ich nee, glaube, nee. wenn ich gar nicht mit zur Arbeit fahre, dann Nein, nein, nein. gucken die auch irgendwann doof. Fahr zur Arbeit, alles gut. Ich werde schon nach Hause kommen. Alles klar. Gut, dann bis später. Bis später, ciao. Tschüss. Dann wären wir jetzt nochmal vorstellig beim MD.
Hallo, Hallo guten Tag. Wundervollen. Wie kann man weiterhelfen? Mein Name ist Vater John Solomons. Die, wie heißt das, das Department of Commerce hat vor kurzem angerufen. Ich sollte mich kurz vorstellen, da ich jetzt der neue Priester hier im Staat bin und wollte auch dementsprechend in dem Zug auch sagen, dass ich gerne für beispielsweise Krankenhausseelsorge zur Verfügung stehe und gerne auch dann für Sie da bin. Also falls Sie mal hören, ich brauche jemand irgendwie mal eine Beratung, einen Geistlichen, können Sie dementsprechend gerne zu mir schicken. Ich kann Ihnen auch gerne meine Nummer da lassen und damit Sie das einfach mal so gehört haben. Okay. Wissen wir so Bescheid, dann danken wir für die freundliche Vorstellung. Sehr und schön. Wünschen viel Erfolg in Ihrem Metier. Vielen, vielen lieben Dank und wie gesagt, freut mich auch, Sie nochmal hier kurz kennengelernt zu haben. So, Dankeschön. Kein Problem, immer wieder gerne. Ja, tschüss. Okay, die haben das mal gar nicht angenommen. Fand ich gerade ein bisschen schade. Man muss es ja ein bisschen austesten. Also, ne, man muss ja so ein bisschen gucken, was die Leute machen, was die Leute nicht machen. Stopp. Ja, bitte. Ich würde mir Ihre Nummer mal aufschreiben. Ja, selbstverständlich. Die Kollegen haben das nicht gemacht, aber ich würde das mal meinem Chief weitergeben, da ich das mitgehört habe und ich bin Executive Assistant, also die rechte Hand der Chiefs, deswegen. Ah, okay. Sehr schön. Sehr schön. Das ist die 323? Ja. 110? 110? 978. 978. Okay, könnte ich einmal Ihren Personalausweis sehen? Dann schreibe ich mir nämlich einmal den Namen von Ihnen auf. Ja, selbstverständlich. Kurz Moment. Da ist er. Bitteschön. Okay, gut. Dann würde ich das nämlich so weitergeben an die Chief-Ebene, dass das dementsprechend da auch ankommt. Ich gebe Ihnen den einmal zurück. Ja, Dankeschön. Soweit ich weiß, hat sich das Department of Commerce schon. Ich weiß nicht, bei wem gemeldet, beim Chief glaube ich auch. Also mir wurde es nur kurz gesagt. Und das sollte eigentlich schon. Also da sollte auf. Natürlich sickert so eine Information nicht schnell durch, aber da sollte schon Bescheid gegeben worden sein, ja. Ja, wir, uns ist es noch nicht bekannt gegeben worden. Deswegen ja. Sag ich, ich gebe es lieber nochmal doppelt weiter, selbst wenn es nicht irgendwie weitergegeben wurde, dass wir das wissen und dass ich sie dementsprechend auch in den Akten vermerke, dass sie bei uns auftauchen, damit auch die Kollegen. EMTPs und Co. einfach Bescheid wissen. Das ist lieb. Das wäre sehr nett von Ihnen. Gut. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann gebe ich das so weiter. Ja, super. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Die hat das RP gecheckt. Die hat das RP angenommen. Und das fand ich gut. Die, also das war einfach so ein bisschen diese Weirdo-Aktion. Ich glaube, ich bin einfach nur zur falschen Person gegangen. Aber die Frau hat es angenommen, Krankenhausseelsorge und so weiter. Die hat schon verstanden, dass ich dafür zuständig bin und wenn sie jemand braucht, dass sie mich dann hat. Also, nicht alles so schlimm, wie es sein sollte. So. Ich guck mal, ob jemand vom Alice-Taxi da ist. Ich war eben total schockiert, wie man jemanden so ablehnen konnte. Es war so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, vielleicht waren die einfach mega überrumpelt. Jetzt ist keiner da. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das wird dann wohl hier lang sein, ne? Also von daher alles gut gelaufen. Ich war so erschrocken. Die wussten ja nichts davon. Aber es kann halt sein, also, ne, was für Leute da wohl auftauchen, ne, und dann heißt es ja hier, keine Ahnung, ja, ich bin hier der neue Pfarrer und dann rennen die rein und dann sagen die irgendwas und das ist nicht geklärt und ne, das ist so ein bisschen weird und dann. Ich verstehe vielleicht auch so ein bisschen das Verhalten. Ne? Dieses etwas Zurückhaltende. Mhm.
Von daher, es wäre schade, wenn die Rolle nicht ankommt, weil ich könnte die halt wirklich gut nach außen tragen. Glaube ich. Also ich könnte, vielleicht wäre es ein bisschen fremd am Anfang für die Leute, aber irgendwann, vielleicht werden die Leute dann eben sich damit identifizieren. Warte, ich habe gesehen, du hast eben noch auf YouTube kommentiert. Vielen lieben Dank. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, wie du siehst. Ich habe nur die Benachrichtigung gerade bekommen. Oh. Dann geht's weiter, auch auf YouTube. Wir laufen jetzt erstmal zurück. Wir haben ja leider noch kein Auto. Wir haben Führerschein, aber kein Auto. Ich habe in den Palantir geschaut. Was für ein... Warum Palantir? Was hast du gesehen? Achso, ja. Damit er weiß, was ich gerade mache. Ja. Ich hoffe... Alter, habe ich mich erschrocken. What? Matti, du musst dich doch nicht vor mir erschrecken. Mein Gesicht siehst du doch gar nicht. So schlimm kann es also nicht sein. Ich habe so Streams so offen und plötzlich bin wieder da. Verno. Übrigens, sag dem Kmonstev bitte alles Liebe zum Geburtstag. Der hat heute Geburtstag. Wir kennen uns seit 20 Jahren und deswegen der Kmonstev und ich, wir sind ewig lange Freunde. Also einmal Happy Birthday, lieber Kmonstev. Auch nochmal in dem Zug. Das freut mich sehr. So, wir müssen noch weiter da lang. Ui, da ist aber jemand schnell unterwegs. Alles gut. Sei vorsichtig, du Asi! Oder sowas. Muss mir noch einen Schluck Kaffee holen, Alter. Stimmt, wir haben uns mindestens 20 Mal Happy Birthday zusammen gegenseitig. No, der Matti. Vielen lieben Dank. Alter, mindestens 20 Mal. Mindestens. Ist schon krass, wie lange wir uns kennen. Alter, wir sind noch zusammen auf die Schule gegangen. Das ist ja... Ist auch schon ewig her. Schule ist so lang her, Alter. Das ist ja der Shidi. Ich schreib mal kurz dem. So, also jetzt erstmal Tommy schreiben, dass die mega überfordert waren. Ich würde mal sagen, John ist auch jemand, also ihr merkt, ich erkläre so ein bisschen, wie er tickt. Gerade in so Szenen, wo wir ein bisschen rumlaufen. John ist jemand, der würde niemals sagen, die Menschen sind doof, die würden mich nicht mögen, sondern er ist jemand, der knallhart sagt, die waren mega überfordert. Oder die haben irgendwas ist passiert, irgendwas. Ich bin gerade über die Brücke beim MD gegangen. Oh, der ist jetzt gerade unterwegs. Sehr schön. Warte mal, wo stehen wir denn? Wir stehen gerade am Capitol Boulevard. Warte mal, ich sag hier mal Boulevard.
Okay, der holt mich gleich ab. Ich bin gespannt, also ob ich jetzt beim LSPD, Noob Galo hat das ja eben nochmal gesagt, ob ich beim LSPD auch nochmal so ankomme oder wie ich ankomme. Das werden wir gleich sehen.